Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin marschieren wir? Um diese großen Fragen drehen sich vier historische Filme, die diesen Monat auf den Sendern der SAG zu sehen sein werden. Die Reihe unter dem Titel Die Schweizer beleuchtet herausragende Persönlichkeiten der Schweizer Geschichte. Uri, Schweiz und Unterwalden! Habt ihr das vergessen? Hans Waldner, ich bringe 2000 Krieger aus Zürich. Sie wollen deinen Kopf. Und vergessen nie, der Frieden ist mehr wert als alles Gold. Einer der Stars ist Daniel Rohr. Er spielt den legendären Heerführer und Bürgermeister von Zürich, Hans Waldmann. Doch die Helden dieses Reporters sind die, die nie im Rampenlicht stehen. Obwohl kein Film ohne sie auskommen würde. Die Statisten. Da kommen nur Zäufte rein. Männer, Rang und Name. Lassen wir zu! Mit den Kriegern aus dem Volk! Silke Birnbaum, 27 Jahre alt. Und Stefan Hablützel, 29-jährig. Haben wir den Krieg gemacht? Und nicht mit diesen geschlechten Adelsleuten? Mit ihren Pelzfäden? Gedrückt mit denen! Rapperswil am Zürichsee. Morgens um 7:30. Als allererstes nehmt ihr irgendwo am besten Platz. Da hat es so Plastikboxen. Und ihr könnt eure Wertsachen nicht tun. Okay. Und dann sage ich euch, sagen, wenn es dann losgeht. Silke Birnbaum und Stefan Hablützel hatten gute Gründe, sich zu melden, als eine Agentur Mittelalter-Statisten für die Großproduktion Die Schweizer suchte. Doch dazu später. Du bist heute als Patrizier, Moment, nein, als einfacher Stadtmann. Ja, genau. Bist du. Gut. Können wir mal Platz. Okay. Der Elektromaschinenbauer aus Efretikon steht zum ersten Mal vor einer Filmkamera. Als erstes übt sich der Neuling in der wichtigsten Tugend eines Statisten: Geduld. Stefan Hablützel ist viel zu sauber für das Mittelalter. Die Maskenbildnerin macht aus dem gepflegten jungen Mann einen verdreckten Städter des 15. Jahrhunderts. Also. Danke dir. Wie gesagt, wir befinden uns 1476. In Zürich wird Hans Waldmann als Held empfangen. Da werdet ihr sehen, das spielt Daniel Rohr, der zum Bart. Aus dem Fenster lehnen Frauen, Patrizierinnen, 4 Stück dann, die ihm schöne Augen machen und ihm Kusshände zuwerfen. Und kommt. Alle, die schon Maskendarten und Kuren sind, nicht gekommen. Die anderen, die noch da warten, schon da. Stefan Hablützel und Silke Birnbaum sind seit 3 Jahren ein Paar. Was im fertigen Film als Altstadt von Zürich ausgegeben wird, ist in der Realität eine Gasse im St. gallischen Rapperswil. Der Regisseur gibt letzte Anweisungen. Dass die Sprache Englisch ist, wenn ein Welscher mit Deutschschweizern arbeitet, gehört auch zur Schweizer Identität. Während im Hintergrund die Proben laufen, verpasst die Maskenbildnerin Stefan Hablützel mittelalterlich ungepflegte Zähne.
So. Und jetzt ist es trocken, ist wie mit Alkoholfarbe, weißt du? Okay. Und das trocknet und dann kannst du normal reden und alles. Aber die Lippen haben wir jetzt auch noch. Mit, ja, jetzt ist es langsam gut. Langsam? Wir sind alle viel schön gewesen. Super. Zeig. Schöne Beißerl. Gut, danke vielmals. Danke dir. Im richtigen Leben vermarktet Silke Birnbaum Elektronikgeräte. Ich bin Eierverkäuferin und du Eierputzer. Ich weiss, dass ich am Waldmann zujubeln werde, weil er die Schlacht gewonnen hat. Und dass ich sonst einfach da stehen und das Ambiente unterstreichen. Weil wichtig ist, wir haben jetzt schon ein paar, die da vorne laufen. Ja. Und für mich wäre es wichtig, weil du da in die Kamera nähe bist, dass du einfach vor allem da sozusagen am Schaffen bist. Kannst du auch mal schauen, dass das so hält. Und dann kommt okay. Jetzt immer schnell mal der Waldmann, der große. Okay. Und dann bleibe ich einfach dann aber dran, da, den Blick auf ihn richten. Genau. Und der ist ein Held, du kannst dann auch sagen, Waldmann, hoch, hoch, hoch. Okay, okay. Weil er ist einer von euch. Handys und Uhren noch schnell verstecken. Und alle machen sich bereit für die erste Aufnahme. Damit die Kamera ohne Wackler neben Hans Waldmann mitfahren kann, hat das Filmteam Schienen verlegt. In der fertigen Szene sieht man Silke Birnbaum für wenige Sekunden. Und Stefan Hablützel ist am linken Bildrand angeschnitten. Ihr Leute, lasst mir zu! Niemand wird die beiden im Film beachten. Und doch, ohne sie wäre der Held völlig verloren. Erst die Statisten bringen Leben in einen Film. Haben wir den Krieg gemacht? Und nicht mit diesen geschlachten Adelsleuten, mit ihren Pelzfetten. Geht rechts mit denen! Wir machen zuerst. Huttwil im Emmental. Hier sind keine teuren Kameras der Filmproduktion im Einsatz. Dies sind die Vorbereitungen zum traditionellen Mittelaltermarkt. Eine der Hauptattraktionen ist die Mittelaltergruppe der Rote Hufen. Der Verein von Silke Birnbaum und Stefan Hablützel spielt so authentisch wie möglich eine Reisegruppe im Jahr 1210. Eigentlich verzichtet man in einem gewissen Grad auch auf den Komfort der heutigen Zeit. Also wir haben hier keinen Strom, es gibt keinen Computer, es gibt kein Internet, sondern man ist einfach wieder mal wieder Zeit zurückversetzt. Der Verein hat 25 Mitglieder. Sie alle sind getrieben von einer großen Begeisterung für das Mittelalter. Stefan Hablützel hat in den letzten Wochen ein mittelalterliches Bett gebaut. Alles soll so authentisch wie möglich sein. Keine Schrauben, keine Nägel. Das Paar hat sich im Verein kennengelernt. Silke Birnbaum war bereits Mitglied, als ihr Stefan dazustieß. Als Liebesnest dient ein Strohsack. Jetzt halt einfach die Stroh. Aber haben wir jetzt eigentlich nicht die Pfahlseite unten wollen, wegen der Kälte? Ja, nein, eigentlich haben wir gesagt, das Rentier, die Sonderstunde, direkt auf das Gitter. Was muss es eben? Zwei Nacht?
Skepsis ist angesagt, nach wie vor. Ja. Wumm! Das erste Mal im selber gebauten Bett? Ja, völlig richtig. Und? Es fühlt sich eigentlich. Also, es ist noch etwas gewöhnungsbedürftig, weil es die Strohsäcke eigentlich eine Wölbung machen. Aber. Ach, das lässt sich leicht ändern. Ja, ja. Weißt du, jetzt ist dann das Gewicht einseitig verteilt. Ach, dann kommst du einfach mit Mitte. Noch schön. Nein, ist gut. Ja, aber ich denke, es ist angenehmer, wieder auf dem Boden zu liegen. Ja, viel wärmer. Und du die Strohsäcke auch polstern. Der Mittelaltermarkt in Huttwil hat seine Pforten geöffnet. Die Musiktruppe des Roten Hufen spielt zum Tanz auf. Hier treffen sich Gleichgesinnte und schwelgen im romantischen Mittelalter. In diesem Mittelalter gibt es keine Pest und niemand muss hungern. Dieses Mittelalter ist ein bunter Spielplatz am Rand des Industriequartiers. Guten Tag. Stefan Hablützel heißt in seiner Rolle als Hauptmann der bewaffneten Truppen Stefan von Wilchingen. Patrick, alles ruhig. Habt ihr auch Verständnis, ja, genau, dass es wahrscheinlich Leute gibt, die euch ein bisschen belächeln und den Kopf schütteln? Ja, absolut. Also über die kann ich eigentlich nur lächeln. Also, wenn man jetzt einer über uns lächelt und findet, ha, so ein Freak oder sonst irgendetwas, denke ich, ja gut, bin ich halt ein Freak, aber ein zufriedener Freak. Voll. Ja, das perlt auch einfach ab. Es ist ja die Leidenschaft, die man es macht. Wir machen das ja eigentlich nicht für Zuschauer, die allenfalls eben uns belächeln, sondern wir machen das für uns, weil wir es eben gerne machen. Er blüht auf in dieser Fantasiewelt und hat sich für viel Geld ein authentisches Rittergewand zugelegt. Alleine das Kettenhemd wiegt 13 Kilo. Scheiße. Das passiert jetzt eben, wenn man die Bundhuben nicht anlegt. Der Elektromaschinenbauer findet es ganz normal, in seiner Freizeit so herumzulaufen. Er lebt in dieser Welt. Ein Kleinturnier um eine Edeldame. Lass noch das nicht lang gehen. M4 Ritterkampf auf dem Kampfplatz vom Roten Hufen. Direkt hier im Heerlager vom Roten Hufen. Letzte Anweisungen für den bevorstehenden Showkampf. Also weißt du, Hand. Okay, das machen alle. Ja, machen alle. Es gibt einfach nur ein bisschen mehr Power drin. Oder? Okay. Du machst auch mit. Was ist denn das Entscheidende bei so einem Showkampf? Dass der Ablauf funktioniert. Also, dass die ganze Choreografie, die man vorgängig eingestudiert hat, dass das einfach aufgeht. Also, dass jeder daran denkt, was man machen muss. Mir passiert es noch viel, dass ich dann plötzlich etwas Kleines vergesse. Gut, dann gehen wir. Silke Birnbaum hat mit ihrem Freund einen rabiaten Streit einstudiert. Ah, der Weg ist frei, hä? Oh,
Zurück auf dem Filmset. Im ehemaligen Kloster Rheinau hat die Filmcrew ein mittelalterliches Bad nachgebaut. Das junge Paar steht wieder im Einsatz. Was die beiden sonst in ihrer Freizeit spielen, wird hier professionell und mit großem Budget inszeniert. You can rise there for a few seconds, then you can get up, pull your towel. Don't up. Work, girls, work, work. Don't up. Action. Der Erzherzog findet in der Causa Frisch Hans Theiling, habt ihr unklug gehandelt. Und so sieht die Szene im fertigen Film aus. Ich staune. Der Erzherzog nimmt Partei für eine von der Waldstädte. Für die blutigsten Finde von der Habsburger. Spulen wir zurück. Bestimmt haben Sie den Auftritt von Silke Birnbaum verpasst. Im Hintergrund huscht sie durchs Bild zu ihrem Freund Stefan. Er ist hinter dem Vorhang verdeckt und im fertigen Film nicht einmal zu sehen. Die blutigsten Finde von der Habsburger. Auf dem Schlachtfeld. Dafür sind Stoffe und Requisiten zu sehen, die der Mittelalterfachfrau ein Schmunzeln entlocken. Es gibt nur Sachen, die ich als nicht authentisch einstufen darf. Zum Beispiel Baumwolle, 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 Baumwolle. Nein, das ist sogar Baumwolle-Linien-Gemisch. Geht sogar noch. Und die Zauber sind auch ein bisschen gekleidet. Dann hat man eigentlich normalerweise Wäsche gewaschen. Zum Baden haben wir grössere Zauber verwendet. Gut. Gut. Thank you. Zurück im richtigen Mittelalter. Zurück in der Fantasie von Silke Birnbaum und Stefan Hablützel. Am Mittelaltermarkt in Huttwil leben sie ein Wochenende lang in ihren Rollen. Salvia, die Baderin, verwöhnt Stefan von Wilchingen, den Hauptmann. Milch, Lavendel, Rose, Kamille, Rosmarin. Und man hat damals alles gemacht von Wundheilung, Zähziehen, bis hinüber zu halt eben auch kosmetischen Anwendungen wie Rasieren, halt eben auch mal den Rücken schrubben. Man hat auch mit Muscheln den Rücken abgekratzt. Ist auch noch recht angenehm, wenn man es richtig macht. Gesichtsmasken. Hält man? Ja. Ist alles okay oder kann man dir etwas bringen? Ja, so etwas Kühles zu trinken, so zur Erfrischung, wäre jetzt super, ja. Okay. Danke, Tiziani. Gib dir ein bisschen mehr Sold. Vielen Dank. Stefan Ablützel trat vor einigen Monaten einem modernen Ritterorden bei. Er heißt Souveräner Orden der Ritter des Weißen Falken und engagiert sich karitativ. Ein Ritter macht aus, dass er sich voll und ganz einer Sache verschrieben hat. Das heisst, er ist absolut uneigennützig, vertritt er Ideal, wo nicht sich selber dienen. Das heisst, er setzt sich ein für Schwächere, er beschützt die, die wehrlos sind. Und das ohne, dass er immer gerade dem Geld nachrennt, sondern er macht das aus Überzeugung für eine gute Sache. Doch an diesem Wochenende regiert die Lust am Verkleiden und die Freude am Rollenspiel. Immer wieder zetteln die Vereinsmitglieder spontan Spielszenen an. Eine vermeintliche Diebin wird dem Hauptmann vorgeführt. Hauptmann! Sie hat Geld geklaut! Ich habe gar nichts! Edeldame hat Geld geklaut! Es waren nur zwei! Wie viel und das habe ich vorhin bekommen! Wie viel Geld ist es? Es sind sicher 5 Münzen! Ah, jetzt richtet er mir noch mehr wie viel, an, oder was? Wie viel Geld ist es? Zwei! Also, Simon? 10 Münzen! Also, zeig's! Ja, hörst du das? Er sagt 10, er sagt 5! So, jetzt Ruhe! Ich könnte jetzt erst mal. Was? Ruhe! Nimm erst mal das Ding ab! Nein, Ruhe! Ich kann nicht ruhig sein, wenn ich das Ding da drum habe! Dann machen wir kein Drama! Johanna, wenn du weiter rumschläfst, kommst du an den Pranger. Okay. Danke. Also, wer ist da? Wer tut die Sinn anklagen? Das Münzen fehlen. Ich habe vorhin 2 Münzen bekommen und wo die anderen herkommen, weiß ich nicht. Wirklich, das ist lächerlich. Das sind haltlose Anschuldigungen. Du weißt genau, wer ich bin. Sie wissen genau, wer ich bin. Das ist so, Johanna wird per sofort freigelassen. Per sofort.
Ja, nehmen wir das Ding ab. Ich habe ein Auge auf dich, also anständig bleiben. Und weiss denn die Beschuldigte vor dieser Idee? Ich hoffe es eigentlich, ja. Tit? Ja? Ist das schon alles abgekartet gewesen, oder? Ja. Ich habe gerade das Gefühl, Johanna ist gerade ein bisschen angepisst. Sie haben nichts davon gewusst. Ah, ja, super. Das hat Tristan und Simon ausgemacht. Ja, super. Für die Mitglieder des Roten Hufen ist das Mittelalter eine große Spielwiese. Die Macher der historischen Filme der SRG setzen das Zeitalter als reizvolle Kulisse für den Mythos der Schweiz in Szene. Okay. Auf den Roten Hufen! Zusammenstand, weitergehen! Mehr braucht's nicht! Mehr braucht's nicht! Oh, schlecht. Vor der Filmkamera waren Stefan Hablützel und Silke Birnbaum Statisten im Hintergrund. Hier sind sie die Stars, die Helden in ihrem eigenen Film.